Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Sprich mit Apollodorus am Leuchtturm in Canopus. Ja, da werden wir mal meditieren, damit es Nacht wird, ne? Sonst können wir da ein bisschen länger warten, glaube ich. Und schon geht's los. Apollodorus. Du da! Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Als Freund. Bayek von Siva. Ah, dann hilf mir, bitte. Du bist Ayas Magi, hm? Noch andere Überlebende. Nur Damastes. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle? Was ist damit? Damastes hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler? Eudorus ist tot. Hä? Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastes und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Wo ist dieser Damastes? Er sollte an den Kais im Hafen von Canopus sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Schriftrolle liest. So, da drüben soll er sein. Dann schwimmen wir mal rüber. Dann können wir uns noch die paar Wachen markieren. Da ist er doch. So, ich sehe 3 Wachen, 4 Wachen. Das kriegen wir hin. Ah, der hat jetzt nicht markiert. Naja. Wird schon klappen. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Gütiger Amun, rette mich! So, den ziehen wir jetzt einmal mal über Bord. Was? Und tschüss. Pass auf. Hier stimmt was nicht. Was hast du hier verloren? Ich decke dich. Alles gut, Philos. Kann mich doch gar nicht gesehen haben. So, den lenken wir jetzt schön ab. Scheiße, ist der irre! Schnappen. Zack. Gute Nacht. Ein Raubtierbogen. Hm. Hol mich hier raus! Jawohl, mach ich. Ja, komm mit. Komm doch endlich. Du bist frei, Junge. Bring mich in Sicherheit. Dann reden wir. Er ist halt erstmal abgehauen, Mensch. Läufst du die Straße lang, wo dich jeder sieht? So. Hey, was? Stirb, du Sau! Was? Na, na, na. Was sind denn das für Ausdrücke? So, alle hopp. Wow. Ich erlege ihn!
Helft mir mal hier drüben! Hey! Halt! Bleib stehen! Oh weh. Dich schlitze ich auf! Gucken, ob wir dem helfen können. Du kannst nicht, da bist du ja! Muss ich selber holen. Ein Schnitt noch! Ich klar! Ja, die Axt, die haut schon ganz schön rein, ey. Hey, weg ein Finale! Das ist ja cool, aber. Ah, ich komme mit zwei klar. Komm her. Jo, der ist weg. Und da ist der letzte. Der auch. So. Also auf geht's, Junge. Wo auch immer du dich in Sicherheit fühlst. Oh. Hey, was bist du denn für einer? Ich hätte sie alle selbst umgebracht. Aber der dumme Käfig war einfach zu stabil. Apollodorus hat mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle. Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Und wo ist das Schiff? Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Ah, nun gut. Ich hole sie. Apollodorus wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sag ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. So, jetzt werden wir mal auf Tauchgang gehen. Oh, da hinten sind ganz schön viele Tiere. Müssten wir eigentlich gleich drüber sein. Jawohl, jetzt. Und einmal Luft anhalten, bitte. Verdammte Schriftrolle. Nick. Ich bringe ihn später zurück. Ich hab hier was für dich. Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt auch fahren.
Wie passt Arya in diese Geschichte? Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Arya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philaketei von Alexandria getötet habe. Gennadios. Gennadios? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philaketei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodoros tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker. Wir glauben, dass Eodoros die treibende Kraft hinter Ptolemäus war. Hopp, steig auf. Und für viele der aktuellen Probleme ergibt es verantwortlich. Großer Sprung hier. So, dann nehmen wir da noch den Aussichtspunkt mit. Oh. Böses Nilpferd. Mag er nicht. Also. Jetzt müsste er noch mit dem Nilpferd kämpfen. Ich dreh durch. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns. Wow. Ha! Wow. In der Villa erfährst du mehr. Die Königin genießt das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Arya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben, wenn du dich ihr näherst. Beuge das Knie zur Ehrerbietung. Ruja, wo treibst du dich rum? Du, Neb, bist jung und deine Beine sind kräftig. Genau richtig. Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruja, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Wenn ich sie sehe... Wie auch immer, ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig dieser Tage. Sicher, Verwalter. Ich sehe, was ich tun kann. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. Komm her, du! Fang mich! Komm her zu mir, ihr beiden! Ja, ich versichere es dir. Es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge. Sie ist nicht nachtragend. Mit Bienen? Die Kleopatra. Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem.
Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehoto Eknepschebe? Meine Königin, das ist er. Nun. Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Ah, Pascharemta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Iodoros war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben, im allerheiligsten Gizeh, hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Iodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der K. unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken. Gefeiert und geliebt. Und morgen. Tja, das schaut schon besser aus, das neue Abzeichen. Nicht mehr so runtergeranzt.
So, die Quest wird abgeschlossen. Als nächstes stehen Reisen an. Ins Fayum. Nach Saïs. Nach Memphis. Und nach Gizeh. Das in den nächsten Folgen. Bis dahin.